Die Form auf dem Boden ist der geometrische Plan eines historischen Rosengartens. Also wir befinden uns in einer der 18 Wohngemeinschaften. Und in dieser Wohngemeinschaft befinden wir uns in dem Gemeinschaftsraum. Das ist der Raum hier, wo die Studenten einen großen Tisch haben werden und zusammen essen. Die 18 Rosengärten habe ich auf historischen Vorbilder basiert, die ich recherchiert habe. Und die kommen aus ganz vielen Ländern, von Indien, Usbekistan, Frankreich. Einer der Muster ist von Rapperswil, der Rosengarten beim Schlossberg. Die Studenten, die hier wohnen werden, kommen auch aus ganz verschiedenen Ländern. Und ich hoffe, dass dadurch das Kunstwerk auch einen Bezug zu den Studenten, die hier wohnen, haben wird. Also die Rosengartenstraße ist genau hier hinter mir. Es gab tatsächlich einen Rosengarten bei einem Bauernhof, glaube ich, in der Nähe. Aber das gibt es schon 200 Jahre nicht mehr. Aber jetzt, durch diese 18 Kunstwerke, hat jede Wohnung jetzt einen Rosengarten im Gemeinschaftsraum. Ich habe selber in Zürich studiert, an der ETH, und auch in Wohngemeinschaften gewohnt. Die Leute, mit denen ich gewohnt habe, sind meine Freunde heute noch. Und es ist schön, ein Projekt für eine Zürcher Studenten-WG zu machen.